Wie sieht eigentlich die aktuelle Meta aus? Welcher Agent ist stark? Und vor allem, was wird uns in den nächsten Wochen und Monaten womöglich erwarten? Darüber spreche ich heute mit dem absoluten Experten und freue mich mega drauf, eure Fragen zu beantworten. Einen wunderschönen, Leute. Moin moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich den fantastischen Hatschinski mit am Start. Moin, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, wie man vielleicht hören kann, aber ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, hier so ein paar Sachen zur aktuellen Meta und vielleicht auch noch darüber hinaus zu beantworten. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, sehr gerne. Für all diejenigen, die dich vielleicht, was ich nicht glaube, nicht während der VCT-Phase gesehen haben, erzähl doch ganz kurz, was du die letzten Monate in Bezug auf Valorant gemacht hast und warum du vielleicht heute hier am Start bist. Ja, ich bin Anfang des Jahres als Counter-Strike-Kommentator zu Valorant, also als Valorant-Kommentator gewechselt und bin da das deutsche Gesicht der VCT gewesen. Wir haben auf unserem Kanal Valorant League Dach nicht nur unsere Eigenliga, die Profiliga im deutschen Bereich gezeigt, sondern eben auch die internationalen Spiele. Und dafür war ich am Wochenende immer mit meinen Junior-Castern verantwortlich. Und darüber hinaus haben wir natürlich dann noch die Masters, Last Chance Qualifier und natürlich auch die Champions in Istanbul gecastet. Und darüber könnte man mich vielleicht kennen. Ja, ja, sehr geil. Das heißt, du bist in Valorant jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit mit am Start. Wenn man dich bei Twitter verfolgt, dann merkt man auch, dass du sehr, sehr krasse Deep Dives machst, was einige Themen betrifft. Ne? Also da können wir auch gleich nochmal ein bisschen über Chamber zum Beispiel auch sprechen. Aber erzähl doch vielleicht mal aus deiner Perspektive, während du gecastet hast und natürlich auch die Analyse gemacht hast so ein bisschen, wie sah die Meta zur VCT aus und was glaubst du, in welche Richtung sich das gegebenenfalls shiften könnte? Also reden wir erstmal über den Status Quo. Was ist gerade stark, wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich gerne ranken möchte und sozusagen upranken möchte, was spiele ich dann? Ja, das ist immer schwierig, das natürlich auf die von der VCT rüberzubringen, ich weiß, weil viele Solo-Queue spielen. Aber das, was wir bei der VCT gesehen haben, ist, dass wir immer noch in einer Chamber-Meta sind, dass er immer noch von den Duelisten gepickt wird. Das heißt, die Nerfs, die vor den Champions reingebracht wurden, haben nicht gefruchtet. Da wird also nochmal nachgearbeitet werden müssen, was Riot ja auch schon gesagt hat. Und wenn wir Chamber natürlich jetzt erstmal ausklammern, was ist ansonsten gespielt worden? Der asiatische Bereich geht mehr auf die Astra als Controller. Viper hat über alle Regionen hinweg eine ähnliche Aufgabe bekommen. Ein sehr Sentinel-lastiger Controller, der dabei ist. Und Omen dann eher im europäischen, nordamerikanischen Bereich zu sehen, vielleicht auch noch Südamerika. Mhm. Und die erfolgreichsten Teams, meiner Meinung nach, waren die Teams, die erstens nicht nur ein Single Initiator, sondern häufiger Double Initiator gespielt haben. Das heißt, Fade, Breach, Fade, Sky, vor allem Fade KO funktioniert bei den Profi-Teams sehr gut, weil der KO vor allem im Team extrem stark ist, was auch mit späteren Veränderungen, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, noch eine größere Rolle spielen wird. Diese Doppel-Initiator sind extrem stark, weil sie natürlich sehr viel Poke-Potential liefern. Das heißt, du kannst einen Raum anspielen, ziehst dich zurück, hast immer noch Utility, um einen weiteren Raum anzuspielen. Und das macht dich sehr unvorhersehbar, mhm, und trotzdem immer noch sehr gefährlich. Und da habe ich besonders drauf geachtet, die Ingame-Leader, die am erfolgreichsten waren, FarmPlus Phoenix so ein bisschen ausgenommen, weil die echt ein verrücktes Team sind. Mhm. Die Ingame-Leader waren häufiger auf den Initiator-Rollen, wenn es erfolgreiche Teams waren. Ne? Und es gibt natürlich auch die Teams, die eher auf die Controller-Rolle beim Ingame-Leader gehen. Aber das war nicht ganz so erfolgreich wie bei den Initiatoren, die den Ingame oder die Ingame-Leader den Initiator spielen. Deswegen ist das, denke ich, aktuell so die Meta. Du hast einen Double-Initiator. Du hast, wenn du Single-Controller spielst, nicht die Viper, sondern eine Astra oder ein Omen. Und dann, wenn du Double-Controller spielst, ist die Viper meistens dabei. Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? Einfach ist natürlich immer noch Single-Initiator-Viper. Und Chamber gehört in fast jedes Lineup dazu. Bis auf Ascent haben wir eigentlich überall gesehen. Und auf Ascent ist die Jett jetzt wieder zu Recht wieder in den Vordergrund gerückt mit ihrem Dash, der gerade mit Tech dann sehr wichtig geworden ist. Mhm. Und auf Breeze hat man dann so verrückte Sachen wie Chamber und Jett gesehen. Ja, das fand ich auch ganz geil. Ja, da ist relativ viel passiert, wenn man sich jetzt die erste VCT anschaut und jetzt die zweite. Ne, damals waren Duelists ja oft the way to go. Also bei Jett bei einer Pickrate. Ja, genau. Also Jett war das, was Chamber aktuell ist. Er wird ja schon verändert und da sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber. Aber so an der Duelistenfront, das sah jetzt nicht so rosig aus. Also das muss man ja schon sagen, wenn du von Double Initiator sprichst, vielleicht auch Double Controller, so viele Slots bleiben da nicht mehr, wenn du dann noch einen Chamber im Team hast. Was bedeutet das denn aktuell für die Meta, wenn du jetzt ans Ranken allgemein denkst? Ne? Du hast es gerade eben schon perfekt gesagt. VCT ist auf dem höchsten Niveau als 5er-Squad
Jeder kennt seine Rolle, jeder weiß, was er zu tun hat, Punkt. Das hast du in der Solo-Duo-Queue nicht. Das interessiert aber viele Zuschauer da draußen, welche Agents aktuell in einem guten Spot sind. Würdest du zum Beispiel sagen, Chamber hat auch das Potenzial, im Solo-Bereich extrem zu carryen, weil du durch dein TP sehr flexibel bist. Du kannst auch die Rolle eben mit deiner Trap noch einnehmen, dass du auch nochmal den Flag absichern kannst. Und gleichzeitig hast du noch deine unfassbar starke Ulti plus eben deinen Revolver. Also ist das das perfekte Gesamtpaket, wo man sagen kann, solange er noch nicht richtig schlecht ist, in Anführungsstrichen, weil wir wissen nicht, wie er so, na, wenn wir gleich drüber sprechen, wie er genervt wird, dass man das ausnutzen sollte? Oder glaubst du, man könnte sich vielleicht schon ein bisschen darauf vorbereiten, was vielleicht demnächst folgen wird? Chamber ist tatsächlich das beste Gesamtpaket, was man aktuell hat. Du sicherst für dein Team einen Raum ab mit dem Markenzeichen, kannst gleichzeitig als Entry agieren, wenn natürlich auch nicht so flashy wie eine Race oder eine Jett. Mhm. Und das macht ihn aber auch so broken, ne? Weil was ich eben in dem Meta-Talk gar nicht erwähnt habe, ist, was ist mit den Sentinels? Wo kommt eine Killjoy, wo kommt ein Cypher, ne? Und Chamber wirklich reißt einfach zwei Rollen an sich, macht die so gut, dass du nicht an ihm vorbeikommst. Und deswegen funktioniert er auch, wird er auch in Solo-Queue gut funktionieren. Ein guter Chamber geht mir auch immer auf die Nerven, wenn ich im Rank bin. Und meine Mates können da nicht backstabben, weil das Markenzeichen immer noch Probleme macht. Ne? Ja. Und ob er jetzt eins hat oder zwei, zwei wäre natürlich Overkill, aber selbst das eine macht dir immer noch genug Arbeit, wenn du ein bisschen aggressiver auf der anderen Seite der Karte spielen willst. Also es ist wirklich, ich würde sagen, aktuell schon der Fall, dass Chamber das Spiel so ein bisschen bricht. Ne? Total. Du willst, wenn Sentinel gespielt wird, willst du ihn lieber auf einer klassischen Rolle sehen. Und ich glaube auch, dass es den Riot-Entwicklern so ein bisschen, dass sie so ein bisschen verkackt haben, auf gut Deutsch, wie sie, dass sie Chamber als Sentinel angekündigt haben und er am Ende doch mehr wie ein Duelist gespielt wird. Absolut, aber sie wollten wohl ein Hybrid aus Duelist-Sentinel haben. Sie wollen ja immer so ein paar Hybride haben. Und haben dabei halt, haben gesagt, es ist ein Sentinel, aber sie haben ihn halt so stark gemacht als Duelist mit diesem TP, dass der Jett-Nerf, keiner spricht mehr drüber, weil Jett gar nicht mehr gespielt wurde. Ja, sie ist nicht existent in vielerlei Hinsicht. In dem Moment. Ja. Und das hat mir, das gefällt mir halt aktuell nicht. Deswegen hoffe ich, dass Chamber halt so ein, der soll so ein richtig hartes Rework bekommen oder so harte Nerfs, dass er halt wirklich ein Sentinel ist und sich gar nicht mehr traut, aggressiv zu spielen. Hast du da Vorstellungen, wie so ein Nerf aussehen kann? Ja, gleich. Du hattest ja vorher noch gefragt, welche Agents in der Solo-Queue aktuell quasi Must-Have sind. Ich würde sagen, da gibt es nicht mehr viele. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gerne Initiator spielt, dann bin ich der Meinung, übt auf jeden Fall Fixpunkte für Fate. Fate mit ihren Prowlern, der zwei davon, ist wie zwei Sova-Drohnen haben. Klar, die kommen nicht so weit, aber du kriegst trotzdem deine Räume damit sehr gut geklärt. Und der Nachtalb, richtig eingesetzt, kann natürlich auch ultra huge sein. Also Fate und Chamber sind für mich die beiden, die auch in der Solo-Queue, Duo-Queue richtig gut funktionieren können. Mhm. Okay, dann reden wir gleich, dann machen wir das als nachgelagertes Thema über kommende Chamber-Nerfs. Yes. Du hast ja gerade eben von dieser hybriden Rolle gesprochen, weswegen sich ja auch immer noch viele Leute aufregen. Wenn ich jetzt meine YouTube-Kommentare zum Beispiel schaue, dann gibt es eben genau das, was du gerade als Problem angesprochen hast, das ist der Konsens. Ja, jeder weiß, okay, Chamber wird nochmal genervt. Da muss einiges passieren. Das tun sie ja jetzt mit den Initiatern. Ne? Also, um nochmal ganz kurz alle abzuholen, ich habe in einem vergangenen Video darüber gesprochen, dass Initiator wie Sky als auch KO in der Zukunft nicht mehr so gut in der Lage sein werden, sich selbst zu enablen, das heißt, selbst zu flashen, um den rumzuziehen, um den Frag zu machen. Das heißt, du bist eigentlich autark. Du bist unabhängig von deinem eigenen Team. Jetzt wird die längere Flash von der Sky unterstützt, weil der Bird zum einen nicht mehr zerstörbar ist und die Flash muss sich aufladen. Das heißt, je länger sie fliegt, ne, nach einer Sekunde hat sie dann die maximale Flashzeit. Und bei KO wird der Right-Click verschlechtert und der Links-Click verstärkt. Das geht ja schon in die Richtung, dass sie jetzt so mit Hängen und Würgen versuchen, die Agenten in ihre Rolle zu bekommen, was eigentlich ja auch Sinn macht. Die Frage ist nur, was wird das Resultat dann sein, wenn ich jetzt... Ne? Also, ich bin jetzt Fate-Main oder KO-Main und dann bin ich in der Solo- und Duo-Queue. Ja, was mache ich denn dann? Ich bin ja angewiesen auf meine Mates. Wer hätte das gedacht? Ja, ich bin jemand, der gerne auch in der Solo-Queue versucht, mit seinen Teammates zu reden und ihnen zumindest eine Flash anzubieten. Ne? Und das ist vielleicht auch das, was viele Initiator, die sich jetzt häufig nur selbst enabled haben, lernen müssen. Mit meinen Teammates, auch wenn das die Solo-Queue ist, zu reden und zu sagen, ich gebe euch jetzt eine Flash, ne? Also ich gebe euch die Flash hier hin, zieht bitte nicht vorher rum. Wir wissen es alle, eure Rainer wird vorher rumziehen, aber das gehört für mich dann eben auch zum Lernen des Spiels dazu, weil Kommunikation eigentlich ein super wichtiger Faktor ist. Und
ich finde es auch sehr gut, dass sie versuchen, jetzt die Rollen noch klarer auszudefinieren, ne? Mhm. Weil sie konnten vorher, bevor sie das Spiel released haben, konnten sie das ja nur in einem sehr kleinen Raum testen, wie das gemacht wird. Und dann hast du als Entwickler oder als Playtester dann immer auch eine Idee, wie der Agent gespielt werden soll und nutzt es vielleicht gar nicht so wie jemand, der einfach in das Spiel reingeschmissen wird. Und jetzt haben sie gemerkt, okay, das mit den Flashes, mit sich selbst reinflashen ist einfach zu stark. Mhm. Die Initiator sollen wirklich fürs Team da sein, so die zweite Reihe im Team bilden. Das heißt, die Jet läuft nach vorne, ich gebe ihr eine Flash, sie kommt raus, kann den Dash vielleicht dann für eine andere Situation drin halten. Ne? Oder ich enable meinen Chamber, weil er keinen Dash hat, braucht er den Support und so weiter. Und das muss natürlich zwangsläufig mit mehr Kommunikation einhergehen. Und da werden natürlich auch viele sagen, boah, ey, das geht überhaupt nicht. Es gibt mit Sicherheit viele Games, wo Kommunikation nicht gut funktioniert. Mhm. Und da sollte man nicht einfach tilten, sondern sagen, okay, es klappt jetzt nicht. Dann werft die Flashes in den Rücken eurer Teammates. Dann sind sie nur angeflasht. Solange der Gegner reinguckt, ist alles ist egal. Die halbe Miete. Ne? Ja, ja. Dann versucht es mehr nach Gefühl zu machen. Auch das ist ein Lerneffekt, den man dazu bekommt. Ich finde es gut, dass Riot versucht, die Rollen klarer auszudefinieren. Mhm. Jedem Initiator, wir haben ein eigenes Team bei uns im Verein, das der muss noch ein bisschen aufholen, sage ich mal, der spielt dann ab und an die Fade und dann rennt er auch immer ein bisschen zu weit, ein bisschen zu schnell als erstes rein, ne? Ist ein bisschen zu ungeduldig und dem sage ich auch mal, bleib cool, nimm ja, deine total. Abilities für deine Mates, die vor dir laufen, du kommst später dann in die Situation rein, die deine Duellanten für dich geklärt haben und das sind auch die Rollen, wo ich dann die Initiator sehe. Es ist nicht so, dass sie die Flashes komplett disabled haben, natürlich dass man sagt, okay, das funktioniert gar nicht mehr. Der Flash-Effekt ist kürzer, keine Frage, aber man hat immer noch ein gewisses Outplay-Potential mit diesen eigenen Flashes. Es ist nur etwas schwieriger geworden, was auch völlig okay ist, meiner Meinung nach. Ja, das denke ich auch. Ich glaube sogar, Sky hat sich ganz so hart getroffen wie KO, weil in beiden Fällen haben sie jetzt, braucht es länger, bis sie beide ihre Waffe in der Hand haben nach der Flash. Und ich glaube, so overall, wenn man bei KO das Ganze runterbricht, dann hat er irgendwie ein Zeitfenster von, weiß nicht, 0,4 Sekunden oder so, wo er den Frag setzen kann. Das ist in der Theorie möglich, gar keine Frage. Aber das gerade. Am Ende des Tages geht es häufig nicht mal darum, den Gegner in dem Moment komplett zu blinden, aha, sondern vor allem sein Crosshair-Placement zu versauen. Genau, ne? Richtig. Wenn er sich vor der Flash wegdrehen muss, ist es immer ein Moment, wo er erst wieder korrigieren muss, bevor er schießen kann. Ja. Und das ist das, was man versuchen muss auszunutzen. Mhm. Ich finde, eine längere Draw-Time der Waffe gibt einem mehr Zeit fürs eigene Crosshair-Placement. Oh, das ist ein guter Punkt. Oh, smart! Guter Punkt, guter Punkt. Aber du hast gerade eben nochmal was angesprochen, was ich auch ganz kurz anreißen möchte. Double Initiator, gegebenenfalls Double Controller, Meta, ändert die sich jetzt? Genau. Glaubst du, dass sich das jetzt wieder ändert, dadurch, dass sie jetzt beginnen dabei, eine Rainer, sag ich jetzt mal, einen Yoru, der auch eine verbesserte Flash eben hat, weil die auch länger hält und Co. Glaubst du, die werden wir wieder mehr sehen? Oder, das ist nämlich meine Theorie, die Rolle eines Initiators ist so wertvoll für das gesamte Team, dass wir wahrscheinlich allerhöchstens bei einem Duelist in einem Five-Stack eben bleiben werden. Wie es in der Solo-Duo-Queue aussehen wird, das sei mal dahingestellt. Also, egal ob Solo-Duo-Queue oder Istanbul Grand Final, Information ist immer der Schlüssel zum Sieg in Valorant. Und das ist ja das, was viele Initiator, nicht alle, Grüße gehen raus am Breach, liefern. Ne? Das heißt, ich kriege mit meiner Fate-Information, ich kriege mit meinem KO-Information, mit dem Sova natürlich auch, der ist ja prädestiniert dafür. Und das ist das, worüber wir ja auch in den Broadcasts am häufigsten gesprochen haben. Wenn ich Double Initiator mit Fate und Sky spiele, dann kann ich über die gesamte Runde hinweg Informationen sammeln, ohne groß Risiko einzugehen. Ne? Da ist es ganz wichtig für die Gegner, mit einem schnelleren Spielstil drauf zu reagieren. Ne? Wenn ein Mirror-Matchup ist, heißt es, Flashes früher einsetzen und selbst wenn der Gegner die Info bekommt, wo du rausgehst, bam, du bist schon mit allen 5 Spielern da. Ich denke, das wird gerade im Top-Level-Bereich gar nicht so einen großen Unterschied machen, diese Nerfs und Buffs für die Duellanten, die kommen. Es wird das ein oder andere Team geben, das darauf aufbauen wird, dass der Phoenix jetzt sich besser selbst enablen kann. Ne? Ein Scream ist ja jemand, der gerne auf den Phoenix gegangen ist, wenn sich's angeboten hat. Aber das waren immer die besonderen Teams. Ne? Das waren häufig die auch sehr tagesformabhängig waren. Absolut. Ein Team wie Loud, das ja Weltmeister ist, das ist ganz oft mit dieser Doppel-Initiator-Komponente. Die hatten noch ganz oft ein Sentinel dabei. Und das sind die Agenten, die im Teamspiel super viel Sicherheit liefern. Aber auch wenn ihr in der Solo-Queue spielt, die Flashes, die ihr werft, nicht alle, die von Sky meine ich jetzt, die bringen euch immer noch Informationen, ob es eine Rechtsklick-Flash, also ob es eine kurze Flash ist oder eine lange Flash ist. Ja. Ne? Gibt euch immer noch Info. Ihr habt immer noch das KO-Knife, das nicht angefasst wird in dem Moment, ne? Das euch Informationen gibt. Ne? Und die
Die Buffs für die Duellanten, die bringen keine Informationen dazu. Die sollen einfach nur einfache Kills liefern. Ich denke, weil du die Solo-Queue häufig ansprichst, Angelo, mhm, dass der Buff der Duellanten einen super hohen Impact auf die Solo-Queue haben. Glaube ich auch. Weil da geht es ganz oft darum, sich einfach mal selbst reinzuflashen, weil man sich nicht auf die Teammates verlassen kann. Ne? Aber da will ich kurz einen kleinen Gedankengang für alle, die gerne Solo-Queue oder auch nicht gerne, aber trotzdem häufig Solo-Queue spielen. Keiner eurer Teammates möchte sein Game verlieren, keiner möchte Fehler machen. Behaltet das immer im Hinterkopf, bevor ihr irgendwie anfangt zu ragen über irgendjemanden. Mhm. Jeder, der Fehler macht, macht das nicht, weil er es machen will, sondern weil er es in dem Moment nicht besser weiß. Und wenn man mit dem Gedankengang rangeht, dann wird auch die Solo-Queue häufig ein bisschen einfacher. Ah, sehr schöne Worte an dieser Stelle. Wir sind aber noch nicht am Ende, Leute. Falls ihr Lust habt, den guten Kollegen immer auszuchecken, findet ihr in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Link zu Twitter als auch zu Twitch. Das heißt, wenn er live ist, könnt ihr natürlich auch nochmal on top Fragen stellen. Und die letzte Frage, die ich für das heutige Video hier habe. Was denkst du, wird mit dem Overpowered Agent Chamber passieren? Das ist bei mir der Unterschied zwischen Denken und Hoffen. Mhm, okay. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Weil Riot wird aufgefallen sein, dass die Nerfs, die sie gebracht haben, einfach verpufft sind. Total, ja. Die wenigen Male, wo mir aufgefallen ist, dass sie Impact hatten bei den Champions jetzt, und das ist das, wo es für mich drauf ankommt, ist einfach, das die kann ich an einer Hand abzählen, ne? Und da komme ich nicht immer bis zur 5. Und es gab jetzt anscheinend auch einen Silent Nerf, hatte Alex R. von Kovana gesagt, dass jetzt anscheinend doch dass der Delay vergrößert wurde, wenn man schnipst, also wenn man sich gerade teleportiert, das heißt, man kann besser getradet werden. Aber jetzt kommt eben das, was ich mir wünsche. Mhm. Das, was ich auch so ein bisschen mit meiner Community ausbaldowert habe. Grüße gehen raus an Gippe und an Crafty, die da sehr coolen Input geliefert haben. Da haben wir so ein Potpourri zusammengeschmissen. Mhm. Und jetzt kommt's, macht euch Notizen. Und zwar ist der Grundgedanke, er soll ein Sentinel bleiben, er bekommt sein zweites Markenzeichen wieder. Und der größte Vorteil, den er aktuell hat, ist sein TP. Erstens kommt er zu schnell weg, wie früher der Jet Dash vor dem Nerf. Mhm. Zweitens hast du keine Ahnung, wo er hinteleportiert, weil der Radius so riesig ist. Ne? Ja, ja. Bei der Jet wusstest du wenigstens, wo sie hingedasht ist. Bei Chamber hast du keine Ahnung, was Sache ist. Mhm. Und das ist das größte Problem. Und die Ersten werden jetzt denken, mach doch einfach den Radius kleiner. Aber meine Vermutung, und darauf basiert unser Konzept, ist, dass Riot diesen riesigen Radius haben wollte, dass Chamber in seiner Sentinel-Rolle einfach schnell auf der anderen Seite der Karte sein soll, um mitzuhelfen, schnell zu verteidigen, deswegen auch sein Kit mit den overpowerten Waffen. Ne? Mhm. Und jetzt kommt eben der Knackpunkt, man nimmt ihm diesen riesigen Radius und macht ihn unendlich, aber du kannst die beiden Beacons nur während der Kaufphase setzen und versetzen, und sobald die Kaufphase abgelaufen ist, kannst du die Beacons nicht mehr versetzen. Ne? Das heißt, du TPst dich zwar. Er wird unflexibel dann. Genau, der wird ein bisschen unflexibler, ja. Was ihn dazu verleiten soll, das lieber für Rotationen zu verwenden, aber dann halt Teleportationsrotation, was huge ist, meiner Meinung nach. Du hast dein zweites Markenzeichen wieder, wodurch du übelst gut Map-Kontrolle aufbauen kannst. Die haben so oder so keine Range, wo du stehst, wie bei Killjoy. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, ich muss meinen Spot jetzt verlassen, du hast immer noch dein Markenzeichen da, du kriegst immer noch eine Info, ob dann Lurker durchläuft und so weiter. Oder du kannst natürlich länger stehen bleiben, wenn der Argo kommt zum Beispiel, du bleibst noch länger auf B stehen, ob dann Lurker gerade aus der B-Main rauskommt. Okay, der kommt nicht, zack, Teleportation, und du hast quasi keine Zeit verloren bei der ganzen Sache. Ne? Okay. Das heißt, auch der Retake kann deutlich knackiger gespielt werden in dem Moment. Und jetzt noch das Wichtigste, die gleiche Mechanik wie bei Jet beim Teleport. Das heißt, du drückst erst die Taste zum Teleportieren, dann wird das Ganze aktiviert. Das dauert eine Sekunde. Mhm. Und nach dieser Sekunde kannst du nochmal die Taste drücken, dass du auch teleportierst. Das gibt ihm nämlich gleichzeitig noch die Möglichkeit, wenn man sagt, hey, ich brauche jetzt aber mal einen aggressiven Move mit ihm, kann er immer noch seine Beacons so setzen, dass er wie jetzt so einen aggressiven Move an irgendeiner Position macht und sich dann raus teleportiert. Heißt aber, dass er in der Runde den Trade-off hat, dass er nicht schnell rotieren kann. Ja, okay. Ja, ja, okay. Und du weißt auch als Gegner in dem Moment, hey, er hat sein TP genommen, er kriegt den zwar wieder, aber er kann ihn jetzt quasi nicht an einer anderen Position nochmal neu ausspielen, ne, weil er die Sachen nicht umsetzen kann. Und das ist okay. Ein harter Nerf, keine Frage. Aber es geht darum, ein Agent, der aktuell wie ein Duelist gespielt wird, und alle Spieler bei der VCT, die Chamber spielen, sind gelernte Duellanten. Mhm. Und es geht darum, einen Duelisten wieder in seine sehr passive Sentinel-Rolle zu bringen, die er eigentlich trägt. Ja, verstehe ich. Es hört sich super krass an, wie man ihn nerfen würde, aber es geht ja auch darum, ihn
zu defensiverem Spielstil zu zwingen. Und das wäre meiner Meinung nach ein guter Mittelweg. Er kann immer noch aggressiv arbeiten, wenn er das möchte. Er kann besser Map-Kontrolle ausüben mit den zwei Markenzeichen. Ja, total. Aber wenn er es aggressiv spielt, dann kann er nicht schnell rotieren und das kann man als Gegner dann wieder kontern. Okay. Sehr spannender Take. Endet, ne? Ja, ja, ja. Sehr, sehr spannender Take. Ich glaube, ich würde das fühlen. Ich glaube, all diejenigen, die mit der reinen Spielweise von ihm cool sind und fein sind, glaube ich, werden dabei bleiben. Ja. Also, ich glaube nicht, dass da denn dann alle runterwechseln würden, aber ich denke schon, dass es zumindest auch eine Killjoy und ein Cypher wieder so ein bisschen mehr ins Rampenlicht rückt, die wir ja auch brauchen. Also wir warten ja eh auf den Cypher-Rework. Ob mit Killjoy irgendwas passiert, werden wir sehen. Das bleibt abzuwarten an dieser Stelle. Aber ich würde jetzt ganz gerne mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen in den Diskurs gehen. Geht gerne mal in die Kommentare und lasst uns mal wissen, was ihr von diesem Vorschlag haltet und zu allen anderen Themen. Also alles, was ihr jetzt so allgemein im Ranglistenmodus, auch bei der VCT irgendwie aufgesogen habt oder Fragen, die euch beschäftigen, schreibt die gerne mal. Vielleicht kommen wir doch mal gemeinsam zusammen, um in einem Folgevideo darüber zu sprechen, was euch eigentlich so richtig bewegt und vielleicht noch offene Fragen zu klären. Das finde ich ganz geil, bin ich ehrlich. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit, mein Lieber. Also vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu ihm. Und wir sind sehr gespannt. Wir werden uns wahrscheinlich in einigen Wochen nochmal wiedersehen, wo wir dann über genau diese Themen sprechen. Was ist denn eigentlich jetzt passiert mit Chamber und all den anderen Agents, die gerade offen sind und diskutiert werden? Ja, dann bedanke ich mich bei dir, mein Lieber. Kein Problem. Ja, vielleicht reden wir dann auch schon drüber, was tatsächlich genervt wurde an Chamber, ne? Genau, so sieht es aus. Vergleichen. Das wäre natürlich cool. Das wäre mega geil. Ich habe mich auch gefreut, hier zu sein. Freue mich über jeden, der bei mir vorbeischaut. Und vielen Dank für die Gelegenheit, Angelo. Ja, sehr, sehr gerne. Leute, also, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Geht gerne in die Kommentare, haut gerne einen dicken fetten Daumen nach oben und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video von mir zu werden und anderen Games verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay tuned. Das war's, Mugo. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace. Ciao.